willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Durch die Betets. Ich bin die Nicole. Ich bin der Manuel. Und wir sind eure unabhängigen Fancy-Berater. Richtig. Jo, heute haben wir für euch etwas ganz Spezielles, nämlich die Whiffbox für März 2024. Und da ist ein Produkt drin, welches es so nicht zu kaufen gibt. Weißt du, was du hast? Ich weiß. Du hast nur gar nichts. Nix. Weiß gar nichts. Echt nicht? Nein. Nicht? Für mich ist das First Öffnen. First Open. Open first. First Unboxing. Unboxing, genau. Genau. Ja, wer nicht sehen möchte, was in der aktuellen Whiffbox drin ist, der sollte jetzt abschalten und das Video dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. Das sieht doch eigentlich, wenn er es nicht gekauft hat. Genau. Du weißt doch gar nicht, was drin ist. Aber wenn du sagst, da ist was Spezielles drin, was es so nicht zu kaufen gibt, dann ist es bestimmt was Schönes. Das ist schon was Cooles, irgendwie. Du hast es echt nicht? Nein, ich weiß es nicht. Nein, weil ich immer die Bilder wegklicke. In den Chats oder wo auch immer. Nein, die Chats für uns in unseren Teamgruppen wird es dann weggezogen. Aber halt, da poste ich dann meistens erst kurz vor Ende des Monats. Also jetzt haben wir den 23. und da poste ich meistens Updates dazu. Aber jetzt wollen wir euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich weiß, einige von euch haben es ja schon und einige von euch haben schon andere Videos gesehen. Aber jetzt schauen wir mal. Oh, so cute. Ich habe noch gar nichts gesehen. Jetzt habe ich es gesehen. Das ist die Whiffbox und die handelt sich natürlich im März um Ostern. Aber das ist wurscht. Ich meine, Ostern ist ja heuer relativ bald. Aber solltet ihr die Box trotzdem nur noch bis Ostern bekommen? Das ist halt einfach süß. Das kommt zum Schluss. Schön. Sehr nice. Ja. Wo haben wir in Deutsch? Es Horror des Pasqua. Na, hier. Ostern steht vor der Tür und ihre Whiffbox im März steckt voller Überraschungen. Inkludiert sind neue Düfte, die etwas Schwung in den Alltag bringen. Außerdem bieten unsere exklusive Sensi Babyten. Was? Ja, da ist ein Schreibfehler drin. Bildet unser exklusiver Sensi Buddy Clip und der Frühlingssommerkatalog 2024 noch zusätzliche Unterhaltung. Okay? Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen winkenden Zampfer gehört, was drin ist. Also, es sollte drin sein, der war jetzt bei uns nicht drin. Ein Katalog auch. Ein Katalog? Ja, so. Bei uns war er leider nicht dabei, aber es sollte ein neuer Katalog in eurer Whiffbox drin sein, was ich schon mal ganz cool finde, weil da könnt ihr dann schon mal die neuen Produkte ein bisschen anschauen und ein bisschen stöbern. Das ist schon mal eine coole Geschichte. Und mit was fangen wir an? Ja, mit den oberen, mit den deutschen. Das, was ist unten noch was Nase? Das ist alles, was man sieht. Ja, das ist alles, was man sieht. Da fangen wir halt damit an. Jo, wo ich immer meinen Katalog her? Und zwar mit einem Scent Circle Raspberry Hibiscus Tea. Was jetzt gerade noch, was der riecht? Der ist, der kam letztes Jahr in der Frühlings-Sommer-Kollektion, der Schulterduft als Bar. Und der ist anscheinend so beliebt gewesen, dass die Produktpalette ausgeweitet wurde. Und der ist in, ich glaube, der ist sogar in der fruchtigen Kategorie, oder? Genau. Der Duft Raspberry Hibiscus Tea, eine warme Tasse Tee mit Waldhimbeeren und Hibiskusblüten, gesüßt mit einem Löffel Holunderzucker. Ja gut, da riecht man. Also es ist ein fruchtiger Duft und, ja. Haben wir dann jetzt null Vorstellungen. Wir haben sie letztes Jahr alle geschnuppert, die neue eigentlich. So, stell mal her. Aber er ist aus der fruchtigen Kategorie, das ist wirklich ein wenig so herbfruchtig. Also er geht nicht so ganz in die richtig süße Richtung, sondern er geht eher so in die herbfruchtige Richtung. So, was haben wir als nächstes? Riecht das so gut? Ja, hier ist alles andere. Ja, so eine ganze Mischung, wo einen ganz guten Duft irgendwie macht. Riecht sich auch echt so gut. Aber ich hab... Nee, ich muss hier riechen. Ja. Ich habe meine Hände eingecremt. Ja, jetzt aber das riecht nach Weihnachten, weil ich hier nämlich noch die Handcreme Tintelberry habe. Und deswegen riecht der Manuel jetzt hier aber... Was Fruchtcocktail winterlich-mäßig ist. Ja. Wintermäßig ist. Sehr gut. Wir haben dann auch noch dabei einen Scentpack in dem Duft Aloha Orchid. Und der ist aus der blumigen Kollektion. Und der wird beschrieben, Kokosnusscreme und Ananaswasser mischen sich mit Plumeria-Blüten und lila Orchidee und machen Lust auf eine Reise zu den Inseln. Den haben wir zum Beispiel oben im Bad als Spray, Raumspray. Aber ich finde den gar nicht so extrem blumig, weil sonst würde ich ihn nicht verwenden. Vielleicht als Raumspray, ich weiß nicht, wie er als Wachs oder was ist, aber das hat dann... Ja, Wachs ist natürlich intensiver als ein Raumspray, aber so schlimm finde ich den jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Weil sonst würde er nicht bei uns oben im Bad drin stehen. Dann. Obwohl er blumig ist. Machen wir weiter mit. Ja, ich nehme den, weil... ich glaube... Der ist ausverkauft mittlerweile. Okay. Da kann ich euch nicht garantieren, dass der in der Whiffbox noch mit drin ist. Zeichnen. Ach ja, erstmal, das ist Lemon Lime Fizz. Ich persönlich finde ihn gut. Das ist so... Na, machen wir jetzt nicht auf. Ja, also für mich ist es so Limone, kuchig ein bisschen. Also ich finde ihn gut. Du hast doch gesagt, wie in einem Zweier, wenn so in die Richtung wie die gelben Bonbons oder was? Na, das war der andere, oder? War das der? Das war, glaube ich, der. Oder war es der? Ja, aber A, so Lemon, so der ist... Also ich finde ihn wirklich gut. Ja. Der riecht dann irgendwie die Zitronenbonbons. Von dem zwei geht aber in den kuchigen Touch drin. Also ich finde auch, dass er so einen leichten kuchigen Touch drin hat. Ja, Thema Osterkollektion ist komplett ausverkauft. Von daher gesehen, also die Düfte sind ausverkauft und noch ein paar einzelne Produkte. Der Hopper ist ausverkauft. Und was ist noch ausverkauft? Der Bunny, der Hase in dem Bäckchen ist ausverkauft. Also es sind schon ein paar Sachen ausverkauft, unter anderem auch die Düfte. Die könnt ihr regulär nicht mehr bestellen, sondern nur noch im Sensi Club. Und nur noch so lange, wie es die Kollektion gibt. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob die uns am 31. März verlässt. Also wer die Düfte wirklich noch testen möchte aus der Osterkollektion. Na, ich war jetzt nicht so der Fan von der Osterkollektion. Der war gut. Ja, der war gut, ja. Der war gut. Aber willst du ihn selber verdüfteln oder was? Nee. Na, du kannst ihn schon haben. Schau willst mal du den, dann mal. Willst du den Sensi Club haben? Na, also Sensi Club verdächtig ist er jetzt auch. Okay, schau her. Also. Da hätten wir dann schon mal ein Statement dazu.
Sensi Club verdächtig ist er nicht, sagt mein Mann. Aber er riecht halt schön zitronig. Und ich lese euch einmal die Duftbeschreibung noch dazu vor, falls er doch noch drin sein sollte. Es kann natürlich auch sein, dass er ein bisschen ein Kontingent extra für die Wiffboxen auf die Seite gelegt haben. Aber ich kann es euch nicht versprechen, dass exakt die gleichen Düfte, also es ist egal, um was es geht, dass exakt die gleichen Düfte in der Wiffbox sind. Denn ja, wenn was weg ist, dann wird es ausgetauscht. Aber ihr habt immer gleichwertige Düfte mit drin. Also nur, nicht, dass dann die Enttäuschung groß ist im Nachhinein. Lemon Lime Fizz. Vanillezucker bringt die Freude von prickelnder Zitrone und Limette zum Vorschein. Also dieses Vanillezucker, finde ich, macht ein wenig so diesen kuchigen Touch. Ja. Ja. Gut. Also mir gefällt. Genau. So, dann haben wir den nächsten Duft. Ich weiß nicht, habe ich den hier offen? Das ist der Coastal Sunfruit. Das ist ein ganz neuer Duft. Wenn ihr jetzt die Packung findet, kann man mal reinschnuppeln, weil ich jetzt halt extra Packung aufmachen. Na, warte, hier ist er, glaube ich. Hier ist er. Hey. Aus unserer Schnüffel-Dings. Ist er doch also, gut, wenn das ganze Club nur unter Schrupp steht. Das ist, glaube ich, der war nicht so. Weiß ich nicht mehr, was wir in dem Video gesagt haben. Ja, dann mach doch mal, jetzt nochmal. Kann natürlich jetzt schon wieder sagen, dass wir jetzt was anderes sagen. Ja, das ist manchmal so. Am einen Tag nimmt man Düfte super gut wahr und am nächsten kann man sie nicht mehr riechen. Ich kann euch zum Beispiel das sagen, Coastal Sunset, den habe ich gehypt ohne Ende. Den habe ich geschnüffelt wie blöd, der war nur in der Duftlampe drin. Da hatte ich alles davon und ich kann ihn jetzt nicht mehr riechen. Ich kann ihn jetzt nicht mehr riechen, der geht gar nicht mehr. Also man kann seinen Duftgeschmack auch verändern mit der Zeit. So, sag. Ich weiß es nicht. Nach was riecht er denn? Weißt du auch nicht. Wie heißt er? Coastal. Sunfruit. Ja, er riecht schon ein wenig so wie. Ja, Zitrusfrüchte, aber ganz. Zitrusfrüchte hat auch so einen männlichen Touch drin. Also ist es wie der Amber oder Treibholz oder irgendwas in der Richtung. Der Coastal ist ja. Genau, ist nicht Kokos. Ich könnte vielleicht ein Kokosnuss. Coastal heißt Küste. Ich könnte vielleicht ein Kokosnuss drin sein. Ganz bisschen, weiß ich nicht. Ist ein wenig herb, ein wenig säuerlich, aber jetzt nicht schlecht. Also ich würde jetzt nicht schlecht. Also nicht, ich glaube, den hast du sogar gesagt. Nee, als Favorit war er nicht mehr dabei, glaube ich. Nicht? Okay. Goldene Sommerfrüchte, leuchtende tropische Beeren und Küstenamber vermitteln ein Gefühl von Sonnenschein. Also Amber, also dieses männliche. Und ich glaube, in Coastal Sunset ist auch Amber mit drin. Den kann ich ja an. Für mich war das sowieso nicht so. Ich glaube, es ist so ziemlich die gleiche Duftkomponente, die mir da jetzt mittlerweile auf den Wecker geht. Die mir persönlich nicht mehr gefällt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, da ist auch Amethyst Amber drin. Haben wir es schon. Das ist dieses Amber, was ich aktuell nicht mag. Verstehe ich nicht, weil das mochte ich eine Zeit lang sehr, sehr gerne. So, dann kommt der nächste Duft. Ich habe den jetzt aufgemacht. Okay. Den kannst du aufmachen. Den kann ich aufmachen? Ja, ich komplett muss schauen, aufmachen. Was offen ist und was noch komplett zu ist. Den kannst du aufmachen, ja. Das ist nämlich Sunshine der Duft Mango. Des Monats vom April. Das ist, den haben wir ja, glaube ich, schon mal geschnüffelt, oder? Ja. Und wenn du dann da ein bisschen nach oben scrollst, dann siehst du dann im Nachhinein, stopp, auch die Duftbeschreibung. Aber ich kann sagen, ich glaube, das war doch der wo nicht so intensiv war. Ja, ne? Der riecht jetzt zwar sehr, sehr nach Mango, wenn man im kalten Zustand. Sehr nach Mango, nach richtig. Du kannst es momentan nicht, oder? Nach richtig süßer, reifer Mango. Aber im erwärmten Zustand. Ja, total, wir haben ihn tatsächlich schon getestet. Was heißt lasch? Er gehört halt zu den leichten Düften. Also wir nehmen den es gibt nicht ja so durchaus wahr. Wirklich Liebhaber der leichten Düfte, die sagen, boah, dieses Extreme ist mir too much. Also wir nehmen den nicht wahr, sagen wir es mal so. Aber ich bin tatsächlich, also man riecht die Mango raus. Mango ist ja jetzt nicht gar so euch süß. Es ist auch noch was leicht Zitrisches mit drin. Aber wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr leicht. So von der Idee her ist der Duft echt super. Klasse. Aber für uns ist er wirklich zu leicht. Nach oben oder nach unten? Was hast du gesagt? Nach unten. Genau. Und der Duft heißt, kannst du das lesen? Ja. Man weiß es nicht. Obwohl man auch tut sehr weh heute. Ja, der Ludwig hat auch nicht draufgehaut heute. Sunshine Mango. Rote Mango sorgt mit einer Mischung aus goldener Ananas und
tropischer, nicht tropischer, tropischer Orange für gute Laune und Energie. Genau, der ist erhältlich ab dem 1. April. Und ja, wie gesagt, von der Idee her schön, aber es ist da Mango und Ananas drin. Und da würde ich tatsächlich als Alternative für all diejenigen, die sagen, boah, ich muck's schon ein wenig kräftiger, den Duft Pineapple Mango empfehlen. Und da lese ich euch jetzt auch nochmal geschwind die Duftbeschreibung vor. Der ist aus, also der Sunshine Mango ist aus der fruchtigen Kategorie und Pineapple Mango ist aus der zitrischen Kategorie. Und der wird beschrieben: eine leuchtende Mischung aus süßer Ananas und saftiger Mango, abgerundet mit Passionsblume. Aber der ist überhaupt gar nicht blumig, finde ich. Ich liebe den total. Was? Ach so, wir sind jetzt gerade noch über dem Duft. Ach so. Pineapple Mango, kannst du was dazu sagen? Habe ich überhaupt nicht in... Hier, ich habe Pots hier. Ja, ich wusste, dass ich die hier... Die sind bei mir hier im Hasen drinnen. Den es übrigens auch noch gibt. Auch nach Ostern, das war süß, glaube ich. Ja, du riechst halt... Die Ananas. Die Ananas, die Ananas mehr. Aber er ist intensiver. Ja. Ist er auf jeden Fall. Und blumig riecht er eigentlich überhaupt gar nicht. So, und jetzt kommen wir zu dem super Sonder-Special-Teil. Was machst du denn? Das ist jetzt blöd, wenn ich es da hinten herstelle. No. Ja, ein Buddy-Clip, sogar ein Disney-Buddy-Clip. Und wenn ihr das sehen könnt, auf dem Bildchen schon, das ist das Stitch im Osterhasen-Kostüm. Sachen gibt's. Total süß. Und richtig groß ist der auch. Und der hat hier... Ach, der riecht. Was riecht denn der? Ja, nach seinem Duft. Der riecht nach seinem Duft. Der Stitch riecht nach Experiment 626. Das steht da unten. Das ist immer der Duft. Ach so. Es steht hier, falls ihr das auch nicht findet, dieser Banner unten dran. Da steht der Duft drauf. Genau. Aber er ist total süß. Also der richtig ist, ja, groß. Der ist richtig groß. Du hast mal ein Lineal raus. Können wir nochmal messen. Mit den Öhrchen. Vom Ohr bis zur Fußspitze hat er 23 cm. So, so ordentliche Größe. Hier hinten hat er wieder diesen Aufhänger dran. Ich finde fast, ich weiß nicht, mir hat es besser gefallen, ja, als die so am Hänger, Kopf waren, so jetzt gesagt, krumm, ne? Ja, die hängen jetzt so, als wären sie aufkennt, stranguliert worden, finde ich. Ja. Ja, ich fand es vorher besser, aber ich finde ihn trotzdem süß, den Stitch. Da vorne ist das Schabalahor, was da rauskommt. Und dann haben wir hier die wundersüßen, die süßen Öhrchen. Hier ist dann im Bobbers sind die Duftkügelchen. Da ist es die gleiche Menge wie in einem Scentpack drin. Man kann sie nicht austauschen. Das wäre ich auch immer wieder gefragt. Aber ja, es riecht trotzdem sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange. Ich kann euch auch den Duftstitch vorlesen. Weil der ist ja jetzt natürlich fest im Katalog drin. So. Experiment 626. Eine Figur wie Disneys Stitch erfordert die perfekte Formel und dieses Becherglas mit Valencia-Orange, Ananasnektar, Zuckerrohr und salzigem Meeresdunst dient als süßer Katalysator. Wieso hatte ich den noch nie auf? Der riecht vielleicht gut. Der riecht gut, ne? Noch nie so wirklich. Ja. Ich habe ihn noch nie richtig gerochen, also ein Wachs. So, und jetzt, wie manche vielleicht schon vermuten, wir hatten ja schon öfter Buddies, die eine Mütze auf hatten und eine Mütze über den Kopf gezogen hatten. Und genauso ist es auch beim Stitchy Stitch. Wenn ihr dann die Osterhasenmütze runterzieht nach hinten, dann seht ihr auch seine Öhrchen. Ist doch süß, oder? Stitchy Stitch. Goldig. Also den finde ich total süß und das ist eine Limited Edition. Gibt es jetzt nur
in der März-Wiffbox. Ihr wisst ja, die Wiffbox kostet immer 50 Euro, wenn ihr sie so bestellt. Wenn ihr aber sagt, okay, ich bestelle sie jetzt über den Sensi Club, dann spart ihr ab 42 Euro quasi nochmal 10%. Ich wollte 5 Euro. 10% und das sind bei 50 Euro 5 Euro. Also zahlt ihr nur 45 Euro über den Sensi Club. Ihr könnt dann meinetwegen auch noch einen Duft mit dazu packen. Wenn ihr sagt, Mensch, mir fehlen noch ein, zwei Düfte, die packe ich da mit dazu. Und da bekommt ihr dann auch nochmal 10% drauf. Also auf alles, was über 42 Euro ist, bekommt ihr 45%. Habt ihr im Sensi... 45%. Oh, helfen wir mal bitte. 10% alles, was über 42 Euro ist, da bekommt ihr 10% drauf. Es geht dabei nur um Verbrauchsprodukte. Und die Wiffbox fällt auch tatsächlich in die Kategorie Verbrauchsprodukte. Solltet ihr dann mit eurer Bestellung, meinetwegen, ihr packt noch eine Duftblume dazu oder sagt, ich brauche noch ein neues Wäschespray und ihr kommt dann auf 85 Euro oder Gesamtwert. Einen. Was ich immer ganz auch, der... Ja, genau. Luftreiniger, der Filter. Den Filter, ja. Bekommt er auch 10% drauf, wenn er den damit reinpackt. Also das sind alles so Sachen, die halt im im Verbrauchsbereich sind. Haben wir heute schon zu viel babbelt oder was? Eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Nichts getrunken. Und da bekommt ihr 10% drauf. Glühbirnen könnt ihr auch mit reinpacken. Also guckt euch den Sensi Club gern mal an. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox und da könnt ihr dann auch mal schauen, was man da alles so reinpacken kann. Bei 85 Euro habt ihr nämlich die Möglichkeit, dann noch einen halben Preis hinzuzufügen. Das kann auch zum Beispiel der Filter für den Luftreiniger sein. Es kann auch sein eine Duftblume oder ein Wäschespray oder whatever es an Verbrauchsprodukten gibt. Ich sag halt immer, das rentiert sich schon, wenn man eher so die hochpreisigen Sachen dann nimmt zum halben Preis. Und ihr habt auch im Sensi Club, das geht über die normale Party tatsächlich nicht, die Möglichkeit, diese Wiffbox zum halben Preis zu bekommen. Also ihr zahlt dann 25 Euro für all diese Produkte, die da drin sind. Was fehlt noch? Nix. Das ist drin. Doch. Der Katalog. Den Sandpack, also ein Katalog ist mit drin. Ja, das. Ach so, das hast du schon gehört, nur wenn du den Katalog hast. Das ist schon in der Hand. Also das hier ist alles in der Wiffbox enthalten. Jetzt rechne ich euch noch einmal aus, was das für einen Warenwert hat. Wir haben hier einmal den Stitch. Hebe mal die Sachen hoch. Den Stitch, der kostet regulär 28 Euro. Also unsere Disney Buddies kosten 28 Euro, die Buddy Clips. Dann haben wir drei Düfte. Die rechne ich nochmal zum vollen Preis. Dann sind wir bei 25,50 für die drei Düfte. Wie gesagt, die können variieren. Dann haben wir noch einmal ein Scentpack für 10 Euro und noch einen Scent Circle für 4,25 Euro. Und wir haben hier tatsächlich einen Katalog auch noch mit dabei. Aber den rechne ich jetzt nicht mit dem Preis rein. Wobei der im Einzelkauf auch 1,25 Euro kosten würde. Also kannst du es mit Nein. Ja. Nee, das rechne ich jetzt aber nicht mit Nein, weil den gibt es ja für uns eigentlich auch immer gratis mit on top. Richtig. Und ich glaube, 1 Euro kostet er im Einzelkauf. Ja, irgend sowas in dem Dreh. 1,25 glaube ich. Und was wollte ich jetzt sagen? Der Gesamtpreis ist, also der Gesamtwert sind 67,75 Euro. Habt ihr sozusagen einen Mehrwert von 17,75 Euro in der Wiffbox drin. Gegenüber dem Einzelkauf. Und schon allein der hier, das ist ein Must-Have. Also, limitierte Edition. Genau. Jeder, der überlegt, hat eigentlich schon verloren, den zu kaufen. Ja, und gerade die Disney-Fans unter euch, also die haben an sich bestimmt schon bestellt, aber ich kann es euch echt empfehlen und ja, es kann sein, dass sie noch bis Ostern kommt. Die Wiffbox ist auch ein wunderschönes Geschenk, weil halt echt viele tolle Sachen mit drin sind und halt eben auch der Stitch. Der Stitch, das ist so süß. Das ist das Highlight für mich aus der Box, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist echt total knuffig. Über den freue ich mich. Wenn wir über Ostern wegfahren sollten,
Kommt er in den Bulli. Kommt er in den Bulli, naja. Aber dann ist die Gefahr recht groß, dass man der Lutti sich zu eigen macht. Ja, das ist aber das so, sowas. Jetzt nochmal mit Hütchen oder mit Mütze in seinem Osterhäschenkostüm, in seinem bunten. Echt Zucker. Also wirklich richtig, richtig zuckersüß. Und das Highlight aus der Wolfbox. So, hast du noch was zu sagen? Nee. Nö. Nö. Kauft sie euch. Kauft sie euch. Holt sie euch. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, weil sie echt süß ist. Und wirklich schöne Sachen drin sind und ein Mehrwert von 17,25 Euro das ist, drin ist. Wenn du sie regulär kaufst. 17,75 Euro gegenüber Regulärkauf, genau. Ja. Und wenn du jetzt halt quasi die dann über den Sensi Club holst, dann sparst du noch einmal 5 Euro. Dann genau. Sind wir schon bei 22,75. Und das ist ein Haufen Geld. Das ist ein Haufen Geld. Das ist eigentlich der Stitch schon fast gratis. Ja. Also fast. Fast, naja. Fast. 5,25 Euro. Zahlt er dann noch für den Stitch sozusagen. Na gut, ja. Das war's jetzt mal wieder für heute. Mit einem Haufen. Schnelle Runde. Geschmarri zwischenei. Wie immer. Und haben trotzdem jetzt halt über 20 Minuten gebraucht. Ja, genau, wir sind in 10 Minuten fertig, aber wenn wir dann einmal anfangen, dann dauert es halt immer ewig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns sehr gern einen Daumen nach oben da. Abonniert uns oder lasst ein Abo abonniert da. Abonniert unseren Kanal. Oder abonniert unseren Kanal. Und? Das ist so neu. Noch das ist doch so neu. Deswegen flutscht es noch nicht so. Schatzi, noch einmal von vorne. Pass auf, das haben wir im letzten Video auch schon gehabt. Wem das zu blöd ist, der kann natürlich abschalten, ist ganz klar. Also, wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst uns sehr gern einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Und drückt die Glocke, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. So, das war's jetzt für heute. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Und ja, ich denke, wir sehen uns ganz bald wieder in einem unserer nächsten Videos. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.